Moin Moin Leute, ich bin's Dennis, ihr seid hier auf Nerd Taste und im hohen Gras krönen Joe Hill und Stephen King einen neuen Mystery-Film, dass du danach wahrscheinlich keinen Bock mehr hast, wie die Menschen auf der Welt, euren Rasen zu mähen. Nämlich, jetzt geht's natürlich, wie gesagt, um das Ende erklärt. Wenn du das nämlich nicht verstanden hast, dann bist du genau hier richtig. Ich schlüssel nämlich jetzt den Film auf. Ja, und natürlich, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, erstmal kommen hier heftige Spoiler ans Licht und trotzdem Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Und über ein Like und natürlich ein Abo würde ich mich freuen. Und ich sag mal so, wir beginnen jetzt mit dem Video. Der Film beginnt wie Jeepers Creepers, als wir einem Geschwisterpaar, Carol und einer hochschwangeren Becky folgen, die während einer schwülen Autofahrt anhalten, um einen Jungen zu retten, der scheinbar auf einem Feld verloren zu sein scheint. Sie merken schnell, dass etwas nicht stimmt und es zum Feld der Schreie wird, als die beiden entdecken, dass das Gras ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Nachdem Carol den größten Teil eines Tages im Gras gefangen war, stolpert er über Tobin, den verlorenen Jungen, und Becky entdeckt seinen Vater Ross, gespielt von Patrick Wilson. Beide wirken ziemlich unzuverlässig und seltsam. Tobin führt Carol in die Mitte des Labyrinths, wo er auf einen riesigen Felsen stößt, auf dem offenbar diejenigen, die ihn berühren, die Geheimnisse des hohen Grases kennenlernen können. Eines ist zudem sicher, vieles kann man als Easter Egg sehen, Maisfelder wie in Kinder des Zorns, Labyrinth wie in Shining und so weiter, Leute. Ja, diejenigen, die das Buch schon einmal gelesen haben, werden erstaunt sein, dass ungefähr 40 Minuten des Quellmaterials, was das Buch so zusammenfasst, kommt natürlich auch in diesem Film vor. Natürlich wurde einiges dazu gedichtet. Ob es mal so gut ist, ist eine andere Frage. Da müsst ihr selber drüber entscheiden. Ich habe das Buch selber nicht gelesen. Aber trotzdem ist das einfach doch, wo man sagen muss, der starke Moment des Films beginnt wirklich die ersten 40 Minuten. Aber obwohl der Film nach den Ereignissen der Geschichten an einigen Stellen vorgesetzt wird, verdeutlicht die Hauptstory weiter über das hinaus, was sie in dem Buch haben, und fühlt sich wie der nächste logische Schritt an. Im Gras existieren mehrere Realitäten und Zeitlinien. Das Gras kann Zeit und Raum verändern, um mehr Menschen anzuziehen. Ähnlich wie das Gras selbst kann sich die Zeit in der Gegend mit denjenigen der Zukunft bewegen und verbiegen. Die Menschen anziehen, die in der Vergangenheit im Gras lebten. Deshalb steht plötzlich ein altes Bowlingcenter im Raum oder der Hund kann durch ein Dimensionsloch flüchten. Die ständige Veränderung der Perspektive des Films mag verwirrend sein, ohne dass man vorher weiß, dass sich die Zeit im Gras völlig anders bewegt als wir Menschen, aber sie folgt bestimmten Regeln. Das Gras ist in der Lage, die Vergangenheit zu verändern und gleichzeitig Elemente der Zukunft beizubehalten. So kann Travis eingezogen werden und dann Tobin, der Becky eingezogen hat, der schließlich Travis eingezogen hat. Dadurch kommt es aber zu Zeitschleifen, die nie enden wollen. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen tricky, aber ich erkläre es weiter. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Die Zukunft ist die Vergangenheit, wie die Vergangenheit die Gegenwart ist. Und das Gras selbst ist eine Einheit, die seine Beute nutzt, um mehr Beute anzulocken, die ihrerseits mehr Beute anlockt und dabei ständig den Zeitverlauf ändert. Wie er die Wege der Gefangenen ändert darin. Das Gras verändert sogar die Vergangenheit, wie wir sehen, wenn Travis, Carl, Becky und Tobin einander begegnen, obwohl wir wissen, dass dies ursprünglich nicht geschehen ist. Auf diese Weise können wir erkennen, dass das Gras in der Lage ist, eine Zeitachse zu erstellen, Elemente dieser Zeitachse zu nehmen, sie auf eine andere Zeitachse zu verschieben, die die ursprüngliche Zeitachse abwischt, und dann diese verwenden, um mehr Beute zu gewinnen. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass Ross später in dem Film Carol töten kann, wie er es mehrmals zuvor getan hat, weil er vorhersagen kann, wie sich die Figur unter bestimmten Umständen bewegt. Dies alles wird von einem riesigen Felsen kontrolliert, der von Ross als Zentrum der Welt, wenn nicht sogar des Universums wahrgenommen wird. Einerseits sieht er auch ein bisschen aus wie ein Herz, aber der Fels, der Jahrtausende alt ist, braucht Berührung, um sein Wissen zu erlangen. Und Cale greift fast nach ihm und greift danach, als Tobins Mutter Natalie von einer alternativen Zeitachse in den Kreis gezogen wird, um alles zu stoppen, und dadurch von Ross getötet wird. Ja, so sind wir schon weit. Wir haben das Gras erklärt, wir haben den Inhalt erklärt. Jetzt kommen wir zum Ende. Wenn ich mal ganz ehrlich sein muss, besteht eigentlich der ganze Film aus einer Metapher. Man glaubt immer auf alles die passende Antwort zu haben, sich nur im Kreis dreht, wenn man nicht mal was ändert, oder besser, man zwingt uns es so und so zu machen. Und wenn nicht, wird es gewalttätigt. Wir als Spezies wandern alle durch unser eigenes Gras, verloren, ohne eine wirkliche Vorstellung davon zu haben, was uns erwartet, während andere versuchen, uns zu zwingen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Keiner von uns kann den Wald vor lauter Bäumen wirklich sehen, aber einige glauben, dass sie es besser wissen und der Gruppe in dieser Hinsicht ähnlich sind. Wir müssen vorsichtig sein, wem wir folgen. Das ist einfach klar, logisch. Es ist wie im wahren Leben. Wenn du jetzt jemanden
falls der, sag mal, nicht gut für dich ist, dann ist das genau das Gleiche. Dies ist ein Beispiel für Becky, die Travis hätte folgen können, um eine Familie oder einen Bruder zu haben, der nicht glaubte, dass Travis gut genug für sie war. Beide hatten ihre Vorteile und Schwächen und damit Beckys Kind hätte Vor- und Nachteile. Aber letztlich hat Cale gezeigt, dass er eine egoistische Person ist, der so schlecht wie Ross Charakter ist. Aufgrund der Tatsache, dass er Travis in den Tod fallen lässt. Es zeigt einfach, wie die Gesellschaft mit allen Aspekten arbeitet, die ihre Vor- und Nachteile haben. Viele gehen nur nach einem Schema F. Aber Leute, was der Plot eigentlich vermitteln möchte, dass unsere Kinder die nächste Zukunft sind. Deshalb wird Tobin in die Kirche zur Wiedergeburt von Travis geschleust, um die beiden Anfangsprotagonisten zu retten. Dass somit ein neues Kind leben kann. Sie wollen es eigentlich zur Adoption weitergeben, das machte sie zum Ende schließlich dann nicht mehr. Somit kann man sagen, dass Gras hier das Böse in einer Zeitschleife fähren, die erst durch die Erkenntnis des Steines im Mittelpunkt der Welt die Weitsicht erlangt, dass man durch diese ausbricht und eine zweite Chance erlernt. Jeder kann selbst entscheiden, wie das Leben mit oder ohne Hilfe enden kann. Ich hoffe mal, das hat euch jetzt so ein bisschen weggebeamt. So, das war das Ende erklärt. Das Gras funktioniert wie in hohem Gras. Ja, war auf jeden Fall ein solider Film, den man sich angucken konnte. Alles kann man nicht erklären, wie das auch im Leben ist. Man kann nicht mal alles erklären. Das ist einfach so, Leute. Das wisst ihr selber. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich Hilfe braucht, dann holt euch auch Hilfe. Seid da nicht euch jetzt zu schade. Macht es einfach. Na, wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr nochmal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den so ein bisschen fandet, ob ihr auch da Probleme hattet, um den zu verstehen und ob ich euch helfen konnte. Wenn, dann können wir auch natürlich hier diskutieren. Aber ich glaube, das nächste Video wird wahrscheinlich sein zu El Camino, Breaking Bad und welche hatten sich ja auch ein Ranking oder ein Top-Listen-Video gewünscht, also eine Top 5. Das wird als nächstes kommen. Ich würde mich freuen über ein Like und natürlich auch ein Abo. Bis dann und schauen. Bam!